ist wie ein großes Familientreffen. Es ist sozusagen die Highlight-Veranstaltung des Jahres. Ein großer Teil unserer Mitglieder sind hier. Und natürlich trifft man sich, man freut sich, weil man sich persönlich mag und wertschätzt. Aber sicher gibt es auch das ein oder andere Geschäft, was hier eingefädelt wird. Ich freue mich auf den Abend mit Ihnen, dass ich hier heute in Hamburg sein darf. Familienunternehmer des Jahres. Ich finde es wahnsinnig beeindruckend, die Firma Seka, die von Frederik Vogel und Robert Vogel geleitet wird. In Summe ist es so, dass wir mit unserem Standort in Hamburg und auch weltweit schon auch unser Standbein gefestigt haben, um zu sagen, dass wir eine wesentliche Rolle im Markt spielen und dass an uns als Weltmarktführer man eigentlich nicht dran vorbeikommen kann. Und wenn wir mit unseren Mitarbeitern hier punkten konnten und die Jury überzeugen konnten, dann freut uns das sehr. Es wird sicherlich ein bisschen gefeiert, ja. Anstoßen, das tun wir gleich. Genau. Ja. Also das ist das Richtige, das tun wir gleich auch mit unseren Ehefrauen, da freuen wir uns schon drauf, weil die können gleich mit anstoßen. Also Networking ist natürlich immer wichtig, weil es darum geht, sich auszutauschen, Erfahrungen zu teilen. Und gerade für junge Unternehmer ist es besonders wichtig, die vielleicht noch nicht so ein ganz großes Netzwerk von zu Hause haben, weil sie vielleicht aus einem ganz anderen Bereich kommen. Wir sind als Verband in erster Linie zunächst erstmal ein politischer Verband, der den Familienunternehmern eine Stimme gibt. Und jeder Einzelne würde sich entsprechend schwer tun, bei der Politik Gehör zu verschaffen. Und nur durch die Bündelung der Interessen entsteht eben eine gewisse Durchschlagskraft.